Michael Schmidbauer bei der Arbeit im Biohofachleitner in Everding. Er kontrolliert die Qualität in der Obst- und Gemüseabteilung. Der junge Mann mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat hier schon gelernt. 2018, da habe ich mit Praktikum angefangen. Dann ab Jänner 2019 als Lehrling im Geschäft. Und nach 3 Jahren habe ich die Lehre Abschluss gemacht, als Teillehre Abschluss. Und jetzt bin ich fix angestellt. Konkret heißt seine Ausbildung Teilqualifikation im Bereich Einzelhandelskaufmann mit dem Schwerpunkt Lebensmittel. Dabei hat ihn Doris Buttinger begleitet, seine Berufsausbildungsassistentin. Wir haben Coaching-Gespräche gemacht, wir haben Reflexionsgespräche gemacht. Ich habe immer wieder geschaut, dass alle auf dem gleichen Wissensstand waren. Michael hat in einen oder anderen Abteilungen Probleme gehabt. Dann haben wir geschaut, er kommt in eine andere Abteilung, wo er sich ein bisschen leichter dann hat. Die Berufsschule hat Michael in Rohrbach besucht. Dort gibt es ein Internat mit Lernförderung und Unterstützung für Lehrlinge mit besonderen Bedürfnissen. Wir haben uns dann für einen generellen Lehrplan entschieden. Das heißt, der Michael hat dann einen abgespeckten Lehrplan erhalten und hat dadurch aber alle 3 Klassen positiv abgeschlossen. Chefin Ilse Achleitner hat von Anfang an den jungen Mann geglaubt und eng mit der Berufsausbildungsassistentin zusammengearbeitet. Zum einen ist die Freude, die man selber hat, wenn man sieht, wie ein Mensch sich eigentlich früh weiterentwickelt, also auch weiter dem gegenüber, was man selber erwartet hat. Und was man immer wieder sehen, dass das so positiv auf die Mitarbeiter abfärbt. Also die Kolleginnen und Kollegen lernen einfach, was soziales Verhalten ist. Sie haben es natürlich intus, aber sie können da sich viel weiterentwickeln. Und das macht fürs Betriebsklima irrsinnig viel aus, also das bringt einfach eine ganz gute Stimmung. Die Berufsausbildungsassistenz unterstützt Unternehmen, die Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder individuellen Vermittlungshindernissen aufnehmen. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten, eine verlängerte Lehre oder eine Teilqualifizierung, wie bei Michael. Die Teilqualifizierung läuft so ab, dass der Jugendliche nicht den gesamten Lehrberuf lernt, sondern nur Teile davon. Ganz individuell, was der Jugendliche kann, wie weit es möglich ist, den Lehrberuf zu erlernen, auch individuell, wie viele Berufsschulklassen möglich sind, sind Berufsschulklassen möglich, ganz individuell. Und somit kann der Jugendliche oder die Jugendliche die bestmögliche und die höchstmögliche Ausbildung für sich selbst erreichen. 2021 sind in Oberösterreich über 3000 Jugendliche auf diesem Weg ins Arbeitsleben begleitet worden. Gefördert wird die Berufsausbildungsassistenz vom Sozialministeriumsservice.